In einem weit entfernten Land lebte ein alter König mit seinen 7 Prinzessinnen, die das Tanzen liebten. Die Mädchen waren so neidisch, da der König allen von ihnen dasselbe Kleid kaufte, um Streit zu vermeiden. Aber die Prinzessinnen beschwerten sich noch immer über diese Situation. Ich bin es leid, jeden Tag dasselbe Kleid zu tragen. Wir auch! An jedem Tag hörte die jüngste der Prinzessinnen, während sie schlecht gelaunt durch den Palast schlenderte, laute Geräusche. Das Geräusch kam von hinter einer geheimnisvollen Tür im Palast. Als sie die Tür aus Neugier öffnete, war sie sehr überrascht, was sie sah. Denn vor ihr stand ein paar roter Schuhe, die sich von selbst bewegten. Die Schuhe tanzten heran und blieben direkt vor der Prinzessin stehen. Als die Prinzessin neugierig die Schuhe anzog, fing sie an, mit unglaublicher Geschwindigkeit loszulaufen. Oh, wie schnell ich laufe! Die Prinzessin machte sich auf den Weg entlang einer langen, einsamen Straße mit den magischen roten Schuhen. Schließlich blieben die magischen Schuhe von selbst an einem weit entfernten Ort stehen, vor einem berühmten Schneider. Hier gab es so schöne Kleider, dass sie den Schneider um ein Kleid für den Ball bat. Natürlich, aber denk dran, dieses Kleid bestraft die Selbstsüchtigen. Die kleine Prinzessin nahm das Kleid und kehrte mit derselben Geschwindigkeit in den Palast zurück, ohne auf die Worte des Schneiders zu achten. Heimlich legte sie ihre Schuhe unter ihr Bett, während die anderen schliefen. Weil sie ihre Kleider nicht mit ihren Schwestern teilen wollte, sollten sie nur ihr gehören. Am nächsten Abend versammelten sich alle Schwestern im Ballsaal, um zu tanzen. Während alle 6 Prinzessinnen dieselben alten Kleider trugen, betrat die 7. Prinzessin den Saal in einem anderen, brandneuen Kleid. Neugierig fragten ihre älteren Schwestern die kleine Prinzessin, woher sie dieses Kleid habe. Aber sie sagte nichts und tanzte zu den traurigen Blicken ihrer Schwestern und genoss ihr neues Kleid. Tage vergingen. Die kleine Prinzessin kam jeden Abend in einem anderen neuen Kleid zum Ball. Ihr waren ihre Schwestern völlig egal, die nicht zum Ball kommen konnten, weil sie ihre alten Kleider reparieren mussten. An einem Abend fielen der mittleren Schwester die glänzenden Knöpfe auf dem Kleid der kleinen Prinzessin auf. Sie wusste, dass diese Knöpfe nur bei einem berühmten Schneider weit entfernt zu finden waren. Aber es war unmöglich für die kleine Prinzessin, an einem Tag den weiten Weg zu diesem Schneider hin und zurück zu gehen. Um das zu lösen, beschlossen die Schwestern, dass eine von ihnen die kleine Prinzessin bewachen würde. Wohin sie auch ging, folgte ihr eine der älteren Schwestern und sie ließen sie nie allein. Schließlich sah die kleine Prinzessin eines Nachts, wie ihre ältere Schwester während der Wache einschlief. Sie nutzte diese Gelegenheit sofort, zog ihre roten Zauberschuhe an und kaufte ein weiteres neues Kleid beim Schneider. Oh, ich habe so viele Kleider! Meine Schwestern werden so neidisch sein! Am nächsten Tag bemerkte eine der älteren Schwestern einen riesigen Riss in ihrem alten Kleid. Sie ging und bat die kleine Prinzessin um Hilfe. In diesem Kostüm kann ich nicht auf dem Ball tanzen. Könntest du mir bitte eines deiner neuen Kleider geben? Nein, kann ich nicht. Sie gehören mir und sie sind nur für mich gemacht. Die kleine Prinzessin ging allein zum Tanz, ohne auf irgendjemanden Rücksicht zu nehmen. Während sie tanzte und den Gästen ihr neues Outfit präsentierte, hörte eine ihrer älteren Schwestern ein Klappern unter dem Bett der kleinen Prinzessin. Als sie sich bückte, sah sie die roten Zauberschuhe, die sich von selbst bewegten. In dem Moment, als die mittlere Prinzessin die Schuhe anzog, begann sie schnell herumzulaufen. Wow, was passiert hier? Die mittlere Prinzessin war im Nu aus dem Palast verschwunden. Oh, wohin ist sie gegangen? Wow, sie war gerade noch hier. Wie schnell sie war. Die Prinzessin überquerte in sehr kurzer Zeit Berge und Hügel. Als sie schließlich jenen Schneider erreichte,
hielten die Schuhe von selbst an. Sie konnte nicht glauben, was sie sah, als sie hereinkam. Dutzende schicke, glänzende Kleider standen vor ihr. Oh, so konnte sie mit den magischen Schuhen so schnell zum Schneider und zurück gelangen. Kann ich auch ein Kleid haben? Natürlich. Aber denk dran, das Kleid bestraft die Selbstsüchtigen. Die Prinzessin hörte auf die Worte des Schneiders. Ich verspreche, ich werde nie neidisch oder selbstsüchtig sein. Dann zog sie ein neues Kleid an und kehrte mit derselben Geschwindigkeit in den Palast zurück. Währenddessen verwandelte sich das Outfit der kleinen Prinzessin, während sie allein im Ballsaal tanzte, plötzlich in ein schäbiges Kleid. Hä? Was ist mit meinem schönen Kleid passiert? Was ist los? Das ist so peinlich! Während die Gäste sie mit Verwunderung beobachteten, ging die kleine Prinzessin weinend in ihr Zimmer zurück. Sie suchte überall nach ihren magischen roten Schuhen, um neue Kleider zu kaufen. Aber sie konnte sie nirgendwo finden. Wo sind meine roten Schuhe? Wer hat sie genommen? Los, sagt's mir! In diesem Moment erschien die mittlere Schwester mit den magischen Schuhen in den Händen vor ihr. Außerdem trug sie ein brandneues Kleid. Hast du nach diesen gesucht? Ja. Die kleine Prinzessin erkannte somit, dass ihr Geheimnis enthüllt worden war. Und sie war sehr beschämt, dass sie nicht auf die Worte des Schneiders gehört hatte. Ihre älteren Schwestern sagten ihr, dass Teilen das Wichtigste auf der Welt sei. Und die kleine Prinzessin entschuldigte sich bei ihnen allen. Von diesem Tag an teilte sie ihre magischen roten Schuhe jeden Tag mit einer ihrer Schwestern. Die Schuhe brachten immer eine Prinzessin mit unglaublicher Geschwindigkeit zum Schneider und zurück. So konnten alle Prinzessinnen-Schwestern neue Kleider kaufen und glücklich für viele Nächte im Ballsaal tanzen.